Moin Leute, willkommen zu dem Video. Wir sind wieder genau da, wo wir im letzten Video stehen geblieben sind. Gut, jetzt schieb sie zurück. Wo wir den Tempel als nächstes machen müssen. Bring jetzt das Rad Tempel wieder zurück von Tier. Perfekt, jetzt schiebt die Brücke die Alter, Schiene entlang. Ist gerade stark. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Bahnmagie Tote erwecken? Konnte sie, einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Jo. Ey, mein komplett umgedreht. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Das war die Lichtbrücke. Gibt's immer noch? Tut jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Ja, das haben ist ein oder die Adelstiftstempel gebaut. Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Zu halten, weil die sich instant wieder schließt. Interesting. Just. Deine nice. Seele leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Oh. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Oh, das ist auch nicht so geil. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Okay. Wie soll ich hier von hier aus nach Alfheim kommen? Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Okay. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Das Licht des Bifrost. Basically, was ich in meiner Axt habe, oder? Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Okay. Nice. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums, getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das.
Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Varnaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Okay. Moment! Bewegt das die große Brücke draußen? Ja. Das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Das ist ganz aufwendig. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Wenn man den verliert in dem Game. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Arsch? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Okay. Ja, so ist es. Ah, das ist der Problem. Nice. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Das sieht ja wunderschön aus. Meint ihr, ihr findet's? Das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Ist los? Oh, oh. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht abhält. Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Wie hört es sich ein bisschen freut, dass mich nicht mehr nervt, Digga. Schade. Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Oha! Was ist das? Ich glaube, du hast's erledigt. Ja, glaube ich auch. Niemand! Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Wo kann er das lesen? Ja. Sieh her. Ja. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier.
Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Sie haben morgen immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Mehr kommen. Ohne, wahrscheinlich. Es sind noch mehr ermordete. Ich meine, es sind noch mehr. Nein. Nicht gestellt. Oh, na gut. Noch ein Schiffrillteil. Ich setze sie mal zusammen. 2 von 4. Alles klar. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Ach, da geht's hier nicht lang. Sieht ziemlich toll aus hier. Kompass-Gebietsmarkierungen. Wenn der Kompass golden ist, wird ein Ziel in der Nähe sein. Zieh die Gegend nach Hinweisen ab. Moment, ist das Cindy? Also, was führt euch zu mir, Freunde? Ich kann auf jeden Fall endlich mal die Axt verbessern. Am besten lässt man meinen Bruder nicht nochmal in die Finger bekommen. Aber falls doch, sag ihm, er soll seinen Stahl länger härten, sonst verzieht sich die Schneide. Okay. Geheimarmschienen. Ja, Alter, habe ich nur noch 16 Glück. Alles gerade schlecht, die auszurüsten. Ich weiß nicht. Das ist ja, glaube ich, relativ gut, das herzustellen. Nehme ich den. Irgendwelche Talismane. Knopf und irgendwelche Zauber. Alles klar. War da noch was? Ich überlege. Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschungen. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie, aber... Oh, na gut. Es ist Magie. Jetzt zufrieden? Okay. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde.
Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte: Mathurin sem Gengur egen Wegum Hans. Gengur ein. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke schön. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Pass auf, wo du hingehst. Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern, aber die meisten wollen einen umbringen. Es geht mich zwar nichts an, aber an deiner Stelle würde ich mir dieses Symbol vom Hals waschen. Es soll uns angeblich schützen. War das gelogen? Oh nein, es ist ja tatsächlich ein Schutzsymbol, aber um aus diesem Pigment streichfähige Farbe zu machen, mischt man es mit Keilerurin. Und ist das wirklich besser als der Tod? Vielleicht ein wenig. Naja, ist ja dein Hals. Buh. Sindri, warst du schon immer so... Reinlich? Ha, das wünschte ich. Nein, ich war genauso unhygienisch wie alle Zwerge, bis mich eine Warnenhexe aufgeklärt hat. Sie fand mit ihrer Magie heraus, dass auf allem, das uns umgibt, Millionen von winzigen Tierchen sind. So klein, dass man sie nicht sehen kann. Es stimmt. Und wenn sie in dich hineingelangen, machen sie dich krank. Aber die Hexe sagte, es gäbe eine Holzart, Eiche, die als natürliches Abwehrmittel verhindert, dass sich die Biester vermehren. Darum mache ich nur noch Eichengriffe. Siehst du, ich denke an alles. Genug davon. Zurück an die Arbeit. Warum ist Brock blau und du nicht? Junge. Ach, schon gut. Sogar eine sehr gute Frage. Weißt du, mein Bruder ist nicht so sorgsam wie ich. Halt dich fest. Er benutzt bei der Arbeit mit dem Metall seine bloßen Hände. Keine Handschuhe. Er sagt, nur so könne er hören, was das Metall werden will. Wenn du zu viel Rohsilber anfasst, wird deine Haut irreparabel verändert. Das heißt für immer. Sprich ihn aber lieber nicht darauf an. Du weißt ja, wie empfindlich er sein kann. Das ergibt wohl Sinn. Mhm. Sindri, warum verträgst du dich nicht mit deinem Bruder? Ich? Mit ihm vertragen? Weil er ein Dickschädel ist, der sich niemals ändert. Weil er schreckliche Dinge über mich sagt. Nur weil er unsicher ist, was seine Arbeit angeht. Die, ich versichere euch, nicht gut ist. Weil er mir die Schuld gibt für etwas, wofür ich nichts kann. Entschuldige mich bitte. Ich muss mich sammeln. Alles klar. Gutes Gespräch. Ah. Soll ich hier hin? Was genau soll mir das bringen? Ha! Ich muss die alle gleichzeitig treffen. Das ist die Lösung. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Hä? Wirklich? Der hat irgendwie die Stimme in seinem Kopf. Das stimmt übrigens. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Wieso ist eigentlich episch golden und legendär lila?
Das verwirrt mich extrem. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauert dauerhaft um 2 erhöht. Nice. Ha? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ja, ich könnte schwören, du hast was gesagt. Ah! Au! Was ist denn, Junge? Oh. Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Das an. Es muss der Ringtempel sein. Traurig, der Streit zwischen den Algen. Alfheim ist so schön, aber die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist drin. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Die Brücke von da unten aktivieren? Wahrscheinlich. Wie komme ich da runter? Oh, hier. Aber da kriege ich das voll Damage, oder? Da kann ich auch nicht runter. Hier ist irgendwas zum Suchen in der Nähe. Ja, da. Hab's gefunden. Also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Da muss ich so sein. Gunnar, komm mal los! Anihuta!
mögen die uns nicht. Wir gehören hier nicht hin. Wenn ich auch mal so ein Seil haben. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zum Boot. Der Streit zwischen den Alten. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen. Einrastfunktion meines Kindes. Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Vater, die Säulen und der Ring formen eine Alpenrune. Interesting. Dann schäbst in den Sand. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge! Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lögür. Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter dich, Junge. Das kann nicht gut sein. Das wird jetzt schwierig. Oh!
sieht nicht so aus, als könnte ich die befreien. Mister! Reagiert nicht. Gemacht. Sehen. Tot, Junge. Sprech nicht mehr davon. Nice.
Marsch, Junge! Kämpfe! Wir kämpfen jetzt einfach mal durch die Wand durch. Lass ihn in Ruhe! Kapitän! Ja. Lauf, Junge! Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Was soll ich jetzt machen? Einfach mehr davon. Genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Wo muss ich das nächste Feld zerstören? Ich sehe nämlich nichts. Bin ich jetzt blind oder? Was geht hier ab? Hä? Das ergibt doch null Sinn, hier ist gar nichts. Ach so, ich muss da hochklettern. Wir gegen ihn verwenden. Wow.
interessant. Ja, die Hauptbrücke ist wieder da. Suchen wir einen Weg nach oben. Nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Das wäre nice. Jetzt gibt es dagegen auf jeden Fall. Könnte ich auch endlich mal aus L-Film raus. Was ich sehr, sehr geil finde. Die blaue Tür! Wir sind da! Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Du, das ist schon sehr weird. Die Tür, da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Oh, Hanna. Jetzt habe ich das schon endlich aufgemacht. Atreus, komm her. Aufgemacht für gar nichts. Hä? Was soll denn der andere Eingang sein? Definitiv nicht, weil es ist gar nicht möglich. Muss ich mir nicht machen. Ich kann gar nicht runterlaufen. Soll ich eins davon ausrüsten? Keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keinen Plan, wie es hier weitergehen soll. Mal ganz ehrlich. Wartet mal kurz.